أحبائي خذوا مني سلامي يا رف عليكم مثل السحاب فؤادي عندكم يضحي ويمسي يلازمكم وإن أحبائي خذوا مني سلامي يا رف عليكم مثل السحاب عندكم يضحي ويمسي يلازمكم وإن بعدت ركابي. Erbarmer des Barmherzigen, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, aller Lob sei Allah, dem Herrn der Welten, Wassalat, Wassalam, Rasulil Karim. Und aller Friede und Segen sei auf dem, seinem edlen Gesandten, Muhammad, Sallallahu Alaihi Wasallam. Es geht um Folgendes, liebe Brüder und Schwestern im Islam. Allah Subhanahu Wa Ta'ala, oder der Prophet Muhammad, Sallallahu Alaihi Wasallam, hat gesagt, Inna ma'idhama al-jazai ma'idhama al-bala, wahrlich, der größte Lohn gibt es mit der größten Probe. Und wenn man sich auf dem Weg Allahs anstrengt, dann wird es Probleme geben, Alhamdulillah. Und da werden Leute kommen, die einen anfeinden, die einen angreifen, die einen vernichten wollen. Aber Alhamdulillah, mit der Huld von Allah subhanahu wa ta'ala, nehmen wir diese Dinge inshallah gelassen hin und freuen uns sogar darüber, weil das für uns ein Zeichen ist, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Und das ist für uns ein Zeichen, dass wir in Zukunft weiter so machen müssen, unsere Position weiter so behalten müssen. Unser Ziel ist es, den Menschen die Schönheit dieser Religion zu vermitteln, die Schönheit dieser Religion, die die einzige Religion ist, die am jüngsten Tag vom allmächtigen Gott angenommen wird und die einzige Schutz vom Höllenfeuer darstellt, der Islam. Wir wollen diese Religion darstellen, den Menschen beibringen und wir wollen keinen Menschen dazu zwingen, den Islam anzunehmen, denn ein gezwungener Islam bringt nichts, sondern wir wollen für die Menschen die Rettung vor ewiger Bestrafung in der Hölle. Und wenn man diesen Weg geht, diesen Weg, den alle Propheten von Adam bis zum Propheten Muhammad s.a.w. gegangen sind, dann wird man auch Probleme kriegen. Und die größten Probleme hatten die Propheten, alaihimussalam, Friede und Segen auf ihnen alle, sie waren diejenigen mit den größten Problemen, Alhamdulillah. Und wir haben, wie ihr gesehen habt, haben wir jetzt für die nächsten zwei Wochen 6 Vorträge insgesamt mit Yusuf Estes geplant. 6 Vorträge mit Yusuf Estes geplant. Und diese Vorträge sollen in erster Linie dazu dienen, dass Menschen den Islam richtig kennenlernen. Und das wäre natürlich schön, wenn sie den Islam annehmen. Aber selbst wenn sie nicht den Islam annehmen, dass sich zumindest ihre Meinung über den Islam verbessert. Am Freitag war nun in Ludwigsburg ein Vortrag vorgesehen mit dem Titel Islam und der Westen, wird es jemals Frieden geben? Yusuf Estes sagt ja. In dieser Veranstaltung sollte ich und Yusuf Estes einen Vortrag halten, oder wir sollten beide einen Vortrag halten, in dem es um die Verständigung zwischen dem Westen und, den Muslimen geht. Aber dieser Vortrag wurde von einigen Menschen aufgehalten. Ja, bisher nicht ganz aufgehalten. Wir haben noch einen Ass im Ärmel, aber das erzählen wir euch erst am Freitagnachmittag. Am Freitagmittag mal auf die Seite gehen, damit ihr dann auch schöne Freude habt. Jedenfalls, die Sache ist so, ich sehe beispielsweise, ich habe in vielen Vorträgen, die ich gehalten habe, gegen Terrorismus geredet. Ich habe in vielen Vorträgen, die ich gehalten habe, dazu appelliert, dass die muslimische Jugend in Deutschland sich vorbildlich benehmen soll, sich von kriminellen Handlungen entfernen soll. Ich habe in vielen Vorträgen dazu aufgerufen bzw. klargestellt, dass Zwangsheirat nichts mit Islam zu tun hat. Ich habe in vielen Vorträgen Ehrenmorde kritisiert und aufs Schärfste kritisiert. Jedenfalls wurde davon nie etwas gesagt, wurde davon nie etwas in den Medien erwähnt, außer einmal. Außer einmal und ansonsten wurde immer versucht, diesen Menschen ein dubioses Licht zu stellen. Und das zeigt mir ganz eindeutig, dass man das in Deutschland nicht hören will. Sondern man will in Deutschland den Islam negativ darstellen. Und das sieht man in den ganzen Presseberichten. Anstatt jemanden, der, Alhamdulillah, durch die Huld Allahs viel Einfluss auf Jugendliche hat, auf jugendliche Muslime hat,
anstatt klar zu machen, dass dieser Mensch, der ja Einfluss hat, gegen Terrorismus ist, denn dadurch könnten sich ja dann einige Jugendliche angesprochen fühlen, versucht man diesen Menschen Steine in den Weg zu legen. Liegt es vielleicht daran, weil einige Leute gerne wollen, dass es in Deutschland scheppert? Liegt es vielleicht daran, weil wenn dort jemand ist aus der muslimischen Fraktion sozusagen, aus den muslimischen Reihen, der zu den Muslimen sagt, haltet euch fern von Terror, und dann sieht man, dass genau diese Person daran gehindert wird, Vorträge zu halten, wo er diese Botschaft rüberbringt, da muss man sich doch fragen, wo wir leben. Ob wir in einer Bananenrepublik leben. Aber das Problem ist, die Menschen sind so verängstigt, und daran sind auch wir Muslime schuld, weil wir uns nicht offen zu dem Glauben bekennen und weil wir nicht offen mit den Menschen reden. Denn wenn was man nicht kennt, davor hat man Angst. Und man muss es leider immer wieder sagen, die islamischen Verbände in Deutschland haben ihre Aufgabe nicht erfüllt. Sie haben sich versteckt, sie haben aus ihren Moscheen nationalistische Vereine gemacht, teilweise zumindest, und haben sich verschlossen und abgegrenzt. Und das Ergebnis davon ist, dass ein Großteil der deutschen Bevölkerung nun Angst hat vor dem Islam und vor dem Islam warnt. Und alles, was nach Islam riecht und alles, was nach Islam aussieht, als Gefahr identifizieren. Nun ging es darum, wir haben halt für diesen Freitag Yusuf Estes eingeladen aus den USA. Er ist noch für 5 andere Vorträge vorgesehen. Und der Vortrag wird stattfinden. Keine Angst, nur er wird nicht, inshallah wird er stattfinden, nur nicht in dieser Räumlichkeit. Wir haben, wie gesagt, ein Ass im Ärmel, und zwar in Stuttgart. Wir werden die Adresse einen Tag vorher rausgeben, damit da keine Zwischenfälle mehr passieren. Weil wir haben schon vorher mit diesen Sachen auch gerechnet. Jedenfalls ist es so, ich möchte mal kurz zeigen, mit was für Täuschungsmanövern die Bürgerbewegung Pax Europa e.V., mit was für Täuschungsmanövern diese Menschen arbeiten. Sie haben also dem Oberbürgermeister von Ludwigsburg haben sie einen Brief geschickt, den Oberbürgermeister Speck. Ja? Erstmal schönen guten Tag und da, es geht darum, Pierre Vogel, Hassprediger erstmal. Müssen die mir mal sagen, wo wir über Hass gesprochen haben, weil sie nennen dieses Wort hier. Und das ist immer so, diese Menschen versuchen mit Emotionen zu arbeiten. Sie nutzen die Angst der Menschen, bringen dann einige Begriffe, einige Fachbegriffe, wie zum Beispiel Radikal, Fundamentalist, Islamist, Hassprediger, einige dieser Begriffe nehmen sie, und für den Menschen, der schon so geimpft ist von den ganzen Informationen,